Die Ehe von TV-Star Julia Biedermann, 51, ich heirate eine Familie, ist in die Brüche gegangen. Das verriet die zweifache Mutter im Interview mit der Zeitschrift Freizeitrevue. Wir sind jetzt offiziell geschieden. Das Verfahren lief einige Monate, ich durfte jedoch laut richterlicher Anordnung nicht darüber reden. Biedermann zog nach der gescheiterten Ehe mit dem Finanzmanager gerade mit beiden Söhnen von den USA nach Berlin und liegt zunächst bei ihrer Mutter, wie sie weiter erzählt. Es ist schön, wenn man so herzlich aufgenommen wird nach der unschönen Zeit. Ich wünsche mir dort einen erfolgreichen Neuanfang. Biedermann wurde schon im Alter von 4 Jahren für die Sesamstraße entdeckt. Später spielte sie in vielen TV-Filmen und Serien mit. Große Bekanntheit brachte ihr die Rolle der Tochter, Tanja, in der Serie Ich heirate eine Familie. Einen weiteren Erfolg feierte sie mit Ein Schloss am Wörthersee, an der Seite von Roy Black. 2008 war sie im Dschungelcamp mit Dschungelkönig Ross Anthony zu sehen, 2015 kämpfte sie bei Ich bin ein Star, holt mich wieder rein, um einen zweiten Einzug in die TV-Show.